Das Frankfurter Wasserfest ist jedes Jahr ein ganz besonderer Magnet für viele Besucher aus ganz Brandenburg. So auch in diesem Jahr beim nunmehr 7. Wasserfest. Mehr im Bericht. Einmal jährlich im Sommer, wenn die Zapfhähne durchweg laufen, veranstaltet die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft das beliebte und zur guten Tradition gewordene Wasserfest. Wir haben es zum ersten Mal hier gesehen alles. War nicht schlecht. Nee, ist ganz super. Es geht jedes Jahr ganz schön und wir gehen jedes Jahr her und werden nächstes Jahr auch wieder gehen. Bereits zum 7. Mal wurde am 6. Juni das Betriebsgelände im Buschmühlenweg für alle interessierten Besucher geöffnet und ein Einblick in die Arbeit des Unternehmens gewährt. Also es ist für jeden was dabei. Ich denke mal, hier wird jeder seinen Traum erfüllen können. Auch ein großer Bagger stand zur Verfügung, um ausgetestet zu werden. Besonders interessant war die moderne Technik. Diese wird in den Abwassersystemen der Stadt eingesetzt und erleichtert die Arbeit erheblich. Wir können mit dieser Technik Zustandskontrollen von Kanälen erfassen, die dann später in EasyBow-Dateien von den jeweiligen Ingenieurbüros ausgewertet werden können. Für die Besucher war das Wasserfest interessant und lehrreich.